Hallo Leute, zum ersten Mal geht es in Richtung Design. Ja, aber nur ein ganz klein bisschen. Übrigens total fun. Wisst ihr, wie viel Prozent Männer diesen Kanal gucken? Schätzt mal, schreibt es in die Kommentare. Aber schätzt hoch von vornherein. Ja, und ich spreche Designern, weil vielleicht werden ja die Damen der Schöpfung etwas später mit einsteigen, wenn es an den Innenausbau geht. Und da haben wir jetzt so ein Thema, das fängt zumindest so an, wird dann aber wieder ziemlich technisch. Und zwar geht es um die Deckenbeleuchtung. Oh, soll ich dir sagen, Moment mal, du bist mitten im Rohbau. Was redest du von Beleuchtung? Krieg erstmal ein Dach drauf, dann reden wir weiter. Ah, nicht ganz so leicht bei mir. Nicht ganz so leicht, ich werde euch kurz zeigen, warum. Und zwar haben wir hier einmal den Schnitt des Hauses. Und wenn wir uns etwas genauer hier den Fußbodenaufbau anschauen, dann ist der hier etwas vereinfacht, weil hier haben wir erstmal 5 cm Filigrandecke drin. Ich zeichne die jetzt hier einfach mal so rein. Ist hier das ganze Eisengedöns da drin und so weiter. Und auf der Filigrandecke, für die, die den Kanal schon komplett mitverfolgen, liegen Rohre, wasserführende Rohre, die den Betonkern aktivieren, um das Gebäude über die Decke zu kühlen. So, was heißt das? Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil, wenn du dich jetzt entscheiden solltest, okay, ich möchte mein Deckenkonzept jetzt machen, ich möchte es aber auch später ändern, ich mache eine Abhängung der Decke. Ja, ich ziehe hier also, zack, einmal quer durch und dann kann ich hier meine Strahler einbauen. Um die Strahlen dann nach unten, wunderbar. Und dann kann ich hier die ganzen Kabel verlegen. Und wenn ich den Strahler dann nicht mehr will, dann mache ich hier ein Loch und mache hier einen Strahler hin oder hier eine Lampe und kann also auch später theoretisch hier noch Kabel reinziehen, ja. So, das geht hier in diesem Falle nicht. Warum geht es nicht? Weil wir die Kühldecke haben. Das heißt, wir hätten hier dann Kondensationsentwicklung und einfach nur Chaos, beziehungsweise die Funktion der Kühlung über die Decke, die würde nicht funktionieren. Hier muss also wirklich der Raum, die Raumluft ankommen. Also weg damit. Zack, zack, zack. Bei diesem Haus gibt es keine abgehangene Decke. Okay, wenn jetzt einer sagt, würde ich nie machen, immer abgehangene Decke, viel praktischer und so weiter und so fort. Ja, mag sein, aber dann setze ich erstmal mit dem Thema Kühldecke auseinander. Gibt es Videos zu, hochspannendes Thema und dann sprechen wir uns im Sommer wieder. Denn das Problem von solchen Häusern, die hochgedämmt sind, sie lassen die Wärme nicht mehr raus, das eben auch im Sommer. Und das ist eben die Schwäche von modernen Häusern, dass sie einfach nicht mehr abkühlen in der Nacht, weil sie so gut gedämmt sind. So, deswegen habe ich hier ein aktives Kühlprinzip mir gedacht und kühle über die Decke, über die Betonkernaktivierung, wie gesagt. So, heißt, das ist der Grund, weshalb hier die Beleuchtung technisch anders realisiert werden muss und warum wir sie jetzt im Rahmen des Rohbaus schon planen müssen. So, das heißt, das Konzept, wie ich es mir jetzt überlegt habe, um es schick zu machen, ist, dass die Strahler unter die Decke gepackt werden und die Verdrahtung für die Strahler muss verlegt werden, noch bevor der Beton gegossen wird. Das hat zum Vorteil, dass du jetzt nicht mehr dieses Problem des Abhängens hast und insofern hier die Kühldecke funktionieren kann. Sprich, warme Luft steigt auf, wird gekühlt und geht als kalte Luft wieder runter. Das hat natürlich auch seine Nachteile, ist ja klar, ne? Also du bist jetzt absolut festgelegt. Wenn du jetzt an dieser Stelle hier deine
Leitung verlegt hast, die kannst du nicht mehr so nebenbei einfach woanders hin verlegen. Das heißt, du musst dir da was ausdenken, was relativ langlebig ist. Und klar kannst du dann in den Beton hier unten rillen, dort dann später Kabel verlegen, aber die Schweinerei, die Arbeit, die willst du echt vermeiden. So, das macht man vielleicht in 30 Jahren, wenn das gar nicht mehr passt. Okay, das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, Pepetos. Wie finanziere ich bei so einem großen Haus noch dazu? Wir haben hier zwei Einliegerwohnungen drin, das sind über 400 Quadratmeter Wohnfläche. Wie finanziere ich dieses ganze Lampengedöns? Und dann kommt 3 hinzu, Licht ist für mich sehr, sehr wichtig. Energetik ist für mich noch wichtiger, aber Licht kommt nicht weit drunter. Also ich bin ein Lichtfreak. Für mich ist schönes Licht die halbe Miete, dann kommt noch der Sound dazu, dann ist die Miete fertig. Und ja, jetzt haben wir das Problem der Kühldecke, wir haben das Problem des Geldes und wir haben das Problem, dass es schick sein soll. Und ich habe lange nachgedacht, wie man das lösen könnte und bin dann mit dem grünen Licht meiner lieben Daniela zu einer völlig ungewöhnlichen, völlig strangen Lösung gekommen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, du machst das in Beton, du musst damit dein Leben lang leben. Ich weiß. Aber ich habe das lange gedreht, ich habe das wirklich über Monate ausprobiert und hin und her und wie könnte man es machen. Und das erste ist, was nimmt man für Leuchtmittel? Und die Leuchtmittel, die ich mir vorstelle, sind Leuchtmittel, die mit der Zeit sich weiterentwickeln können. Das heißt, die standardbasiert sind. Wenn ihr also irgendwelche Lampen nehmt, die, ja, die spezifisch sind, wo die Transformatoren integriert sind und so weiter, und wenn das Ding kaputt ist und du hast dann keine Leuchte, die mehr diese Form hat, aber das passt eben nur so an der Stelle, dann bist du am Arsch. Und deswegen habe ich mir gesagt, GU10, Standard, damit bist du total flexibel für die Zukunft. Du hast zum einen super energetisch sinnige Leuchtmittel, die auf dem Markt sind. Das geht von 1 Watt bis hin zu 8 Watt, kannst also richtig Power haben. LED, 8 Watt meine ich natürlich, keine Äquivalenz. Und außerdem gibt es von Philips und allen möglichen Anbietern intelligente Produkte, die dann mit Farbe arbeiten und so. Und ich denke, das wird sich noch extrem weiterentwickeln, weil ich bin nicht der einzige Lichtfreak auf dieser Welt. Und wenn du etwas hast, das mit diesem Standard funktioniert, dann kannst du da mitgehen. Okay, so, dann habe ich also das mir gedacht. Dann das nächste war so ein Strahler. Wenn du so ein Lichtfreak bist, dann willst du nicht eine Lampe für den ganzen 20 Quadratmeter Raum und gib mir mit Power, dann ist alles ausgeleuchtet. Das sieht völlig Banane aus. Du willst Akzente setzen, du willst ein Bild beleuchten. Jetzt hier zum Beispiel dieser blaue Strahler. Stellt euch mal vor, alles wäre hier blau. Das sähe einfach nur sehr kacke aus. Ne? Aber du willst halt Akzente setzen, du willst auch auf dem Boden vielleicht so ein bisschen mosaikmäßig, so eine Stelle ein bisschen heller, andere ein bisschen dunkler. Du willst indirektes Licht über Wände haben. Das bringt immer total schöne Effekte und bereichert den Raum. Und insofern brauchst du einiges von diesen Strahlern, nicht nur 3 Stück pro Raum. Und Menge heißt wieder Geld. Also habe ich nach einer Lösung gesucht, die bezahlbar ist. Das nächste war dann, dass wenn du irgendeine feststehende Lösung hast, dann kannst du sie nicht so leicht verändern. Also es sollte auch etwas sein, was die Richtung irgendwie wechseln kann. Ja, beim Schnitt ist mir noch etwas eingefallen, was ich nicht besprochen habe, und zwar, warum machen wir Aufbaustrahler und nicht Einbaustrahler? Sprich, Einbaustrahler sind halt Strahler, die in die Betondecke integriert werden und die dann abschließend mit der Decke ganz clean drin sind. Ist schön, ist eine schöne Idee, hat aber ihren Preis. Also entweder du lässt es im Betonwerk in die Filigrandecken, wenn du Filigrandecken machst, integrieren. Dann kostet das pro Aussparung
ja, rechne mal locker. Bestenfalls 15 Euro, sonst 25. Und bei der Anzahl der Strahler, die wir haben, ja, dann hätten wir das Haus bauen einstellen können. Zum anderen muss man sagen, du hast ja Filigrandecken, die bestehen ja aus Platten. Und diese Platten, die verschieben sich leicht zueinander. Zum einen. Zum anderen ist die Positionierung der Aussparung nicht absolut exakt. Ja, das wird schon, man bemüht sich schon, aber du kannst nicht absolut exakt sagen, wo diese Aussparung hinkommt. Und wenn du dann irgendwelche geometrischen Figuren hast, die plattenübergreifend sind, dann wird das natürlich, dann sieht das natürlich Banane aus. So, und die Alternative, das im Betonwerk machen zu lassen, wäre dann, dass ihr es selbst mit einer Kernbohrung realisiert. Puh, also das ist ein erheblicher Einschnitt in eure Decke. Wann wollt ihr diese Bohrung machen? Zu dem Zeitpunkt, wo noch kein Beton gegossen ist? Keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit dem ganzen Eisen, was dann da herumliegt. Zum anderen, wenn dann schon Beton liegt, dann durchbohrt ihr diesen Körper, indem ihr Strom verlegt habt, indem ihr B- und Entlüftung verlegt haben werdet, indem ihr in meinem Fall Kühldecke verlegt habt, indem ihr, ich weiß nicht, noch andere Leitungen also schon platziert habt. Und nicht nur das, ihr zerbohrt die ganze Statik, ihr zerbohrt das ganze Eisen, was da ist. Das heißt, man müsste mit dem Statiker absprechen, wo man dann die Lichter machen darf. Und beziehungsweise er müsste sich da teilweise auch anpassen. Das geht in Summen, in eine Komplexität. Also ich habe es nicht mal ansatzweise versucht, das zu realisieren. Ich rate davon ab. Also in unserem Fall mit der Anzahl der Strahler völlig utopisch. Und wenn ihr jetzt nur ein paar Strahler habt, klar, kann man das vielleicht machen, aber dann sind die 25 Euro oder was auch immer es kostet, also ich sage jetzt mal so zwischen 12 und 30 Euro pro Aussparung vom Betonwerk dann ganz, ganz sicher der bessere Weg, ja. Auch wenn ihr dann halt weniger Präzision habt. Wenn ihr euch mit Aufbaustrahlern anfreunden könnt, dann ist das der allerbeste Weg, beziehungsweise der allerleichteste und der günstigste, ja. Das ist also ganz simpel der Grund, weshalb wir uns von vornherein für Aufbaustrahler entschieden haben. Also Strahler, die auf die Betonebene draufkommen und da gibt es keine Zusatzkosten. Das ist meine Lösung. Die Teile kosten 12 Euro. Also glaubt bloß nicht, dass dieses Video jetzt darauf ausgelegt ist, dass ihr diese Strahler nehmen müsst, wenn euch dieses Video interessiert. Das ist jetzt einfach nur meine spezifische Lösung, ein bisschen Design mal für diejenigen, die es mögen. Aber ihr könntet das, was ich euch jetzt erkläre, mit jeder anderen Lampe auch. Da hast du eine GUC-Fassung, da klemmst du deine Lampe rein und dann kannst du sie zum einen bis zu 15 Grad schwenken. Und du kannst das Ganze noch drehen, easy, und 12 Euro. Und wenn du Masse kaufst, wird es natürlich nochmal günstiger. Das gibt es in Weiß, gibt es in Schwarz, gibt es in Silber. So, und damit, und da gibt es auch mehrere Anbieter von. Damit bin ich dann ins Feld gezogen und habe gesagt, okay, wie ordne ich jetzt die Teile an? Und jetzt beginnt das Drama. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und verschiedenste Entwürfe gemacht. Und zu Anfang habe ich mich immer irgendwie mit Symmetrien beschäftigt, weil das Chaos-Prinzip, das kann man, glaube ich, leicht überhaben. Ich habe mich einen Großteil der Zeit auf gerade Symmetrien bezogen, weil unsere Räume ja auch gerade sind, ja. Also, ich weiß nicht, irgendwie gerade Linien und so weiter und so fort oder Vierecke und pipapo. Und irgendwann kam ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, auf den Gedanken, hey, wie wär's, wenn du die mal im Kreis anordnest? Wie gesagt, das war das Drama. Haltet euch fest, wir haben weit über 200 Strahler
nur im Erdgeschoss. Ja, es ist so bekloppt, wie es klingt, aber ich glaube, es wird geil. Ich hoffe es zumindest. Und das will ich euch jetzt mal vorstellen. So, hier habt ihr jetzt den Plan vom Erdgeschoss. Wir kritzeln da mal ein bisschen rum. Und das hier ist unser Wohnbereich. Das Erdgeschoss von unserem Wohnbereich. Das hier ist die Einliegerwohnung Nummer 1 und das ist die Einliegerwohnung Nummer 2. Beide haben auch Erdgeschoss und Obergeschoss. So, und jetzt seht ihr schon, was entstanden ist. Nämlich, ich bin völlig abgehoben und habe dann hier zu Anfang bei unserer Küche hatte ich einen Kreis und dann hatte ich über dem Esszimmerbereich einen Kreis und dann hatte ich über dem Wohnzimmerbereich einen Kreis. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist mir irgendwie zu lahm, kann man das nicht miteinander verbinden? Ja, und das habe ich dann gemacht, ich habe die dann miteinander verbunden und dann ist dann hier so ein Übergang von Kreis zu Kreis zu und das hier habe ich sogar noch zu einer Schnecke gemacht. Das war das erste Ding und von dort aus war dann kein Halt mehr. Dann hat noch Maria, unsere Nachbarin, mir gesagt, hier, das musst du jetzt aber durchs Haus durchziehen. Und dann war einfach kein Halt mehr. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen die Leute von der Eingangstür quasi lotsen an der Decke. Hier so, stößt das dazu oder hier hinten hin. So ein bisschen wie auf so einer Rollbahn auf dem Flugplatz, nur dass es halt an der Decke ist und nicht auf dem Boden. Ja, ich gehe auch gerne noch ein bisschen mehr ins Detail, um euch das Prinzip die Prinzipien zu erklären. Aber das ist ja nun jetzt wirklich individueller Geschmack. Also hier erkläre ich euch jetzt nicht aktuell, später kommt es noch, wie ihr das technisch realisiert. Sondern es ist einfach nur so, hey, schaut, was wir uns da ausgedacht haben. Ihr werdet das ganz, ganz anders machen und das ist alles bestens. Und zwar habe ich hier erstmal das folgendermaßen gehandhabt, dass ich gesagt habe, okay, ich zeichne diese Lampen über eine Funktion in meinem CAD-Programm ein, das nennt sich hier Polygon-Linienzug. Und darüber verbinde ich, jedes Viereck, was ihr hier seht, ist eine Lampe. Und darüber verbinde ich jetzt die Lampen. Das ist für mich praktisch zu zeichnen und zeigt mir auch gleichzeitig, wo ich eine Stromleitung verlege, die immer von einer Lampe zur nächsten geht und dann erst am Ende zum Verteilerkasten. Und jetzt zeige ich euch mal die Strahler von dem Wohnzimmerbereich, also sprich Küche, Essbereich und Wohnzimmer. Haltet euch fest. Bumm. Das ist die Anzahl der Strahler, die wir hier platziert haben. Okay, der eine oder andere wird jetzt den Kopf schütteln. Klar ist das jetzt ein Kostenfaktor auch, aber wir sparen damit natürlich auch teurere Lampen. Das muss man auch betrachten. Haben damit sehr schöne Möglichkeiten der räumlichen Ausleuchtung. Und ja, wir haben jetzt auch nicht hier alles gleichgeschaltet. Also das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Insofern diese Darstellung mit der Linie, die ist jetzt hier etwas irreführend. Ich habe hier raus einen Kreislauf gemacht, hier raus einen Kreislauf und hier raus einen Kreislauf. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch Aussparungen gemacht, habe gesagt, hier diese Lampe, die ist nicht von dem Kreislauf, weil die ist hier sehr nah an der Wand und mit einer indirekten Beleuchtung möchte ich die nochmal anders machen. Ich glaube, auch diese hier habe ich ausgespart, diese hier, weil hier war mal eine Zeit lang eine Wand angedacht, die aber jetzt nicht mehr da ist. Und jetzt vielleicht werdet ihr sagen, Moment mal, diese ganzen Lampen, bist du irre, was das an Strom verbraucht? Nicht so schnell. Es gibt ja nun wirklich sehr, sehr energiesparende Leuchtmittel heutzutage schon. Du kriegst also GU10-Strahler mit 1 Watt. Das ist nicht viel Verbrauch. Und das Schöne ist jetzt an der Geschichte, dass ich jeden Kreislauf für sich dimmen kann. Das bedeutet aber, dass natürlich der ganze Kreislauf runter- oder aufgedimmt wird. Und ich kann jetzt jeden Strahler nochmal mit verschiedenen dimmbaren natürlich GUC-Leuchten versehen.
Das heißt, ich kann an der Position Nummer 1 mache ich eine 3 Watt, an der Position 2 mache ich eine 1 Watt und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt runterdimme, dann werden die ja alle proportional runtergedimmt. Aber ich habe so die Möglichkeit, also nochmal Unterschiede zu schaffen, weil ich weiß, okay, Position 1 muss jetzt in der Küche die Arbeitsplatte beleuchten, da brauche ich ein bisschen mehr Power, aber die 2, die mit 1 Watt, die soll einfach nur ein Landschaftsbild, was an der Wand hängt, so ein bisschen aufhellen und deswegen kann es weniger stark sein. So, das dazu. Dann weiterer Aspekt ist, ihr seht hier diese äußere Linie, hier ist ein Strahler, hier ist, oder das zeige ich euch vielleicht mal auf dem Plan. Hier seht ihr, sind also auch nochmal Strahler. Das sind Strahler, die farblich gedacht sind. Also ich möchte bei diesen Ecken, die ich euch schon gezeigt habe, möchte ich einfach die Wände farblich anstrahlen können. Nicht hier mit Blau, aber vielleicht mal so ein schönes Orange oder so. Das wird sehr, sehr schön. Nicht um jetzt hier Disco, High Life und so, aber einfach das ist ein warmes Licht so. Das kann man dann auch mal auf Pink schalten oder so. Das ist echt ein toller Effekt. Also ich habe das bei mir im Betrieb und das ist, das hat schon was. Also das kommt nicht kitschig rüber, finde ich zumindest. Ja, gut, jetzt könnte ich hier die ganze Lichtgeschichte mit euch durchgehen. Das erspare ich uns allerdings. Aber ihr seht hier auch, bei den Einliegerwohnungen habe ich nicht an Aufwand gespart. Schaut euch das mal an. Ne? Da kommst du hier unten bei der Wohnungstür rein und bäm, hast du da so ein Kreis mit lauter Strahlen an der Decke. Und wie das aussieht, werdet ihr noch nicht montiert mit den Teilen, aber von den Kabeln her werdet ihr es vielleicht schon mal einen Eindruck bekommen, jetzt gleich in den Videos, die folgen werden. Also nicht den Videos, sondern den weiteren Verlauf dieses Videos. Das ist so zum Thema, wie wir uns das Design gedacht haben. Ja, also diese Strahler überall an der Decke, alle die gleichen. Und man kann dann noch unterscheiden zwischen weiß und schwarz, aber Daniela mag sie alle in weiß, also werden wir es so machen. Und dann können eben die Leuchtmittel drin Unterschiede bringen, man kann sie orientieren, man kann den Raum ausleuchten. Und es hat in sich schon, selbst wenn das Licht aus ist, eine coole Form so an der Decke und gibt dem Raum nochmal etwas, eine Decke, die, also das ist nicht, wir machen nicht nur das, ja, also wir haben auch vorgesehen so ein paar Prunklampen über dem Esszimmertisch, über der Küche oder über dem Wohnzimmertisch. Da kommt nochmal so ein Ding hin, so zack, was einfach cool aussieht und so, ja. Aber das ist dann nicht für die Ausleuchtung des Raums, das ist dann ein Hingucker. Diese Teile sind für die Ausleuchtung des Raums und noch einmal, je weniger Lampen, desto stärker müssen sie sein, desto intensiver wird der Raum aus einer Quelle ausgeleuchtet. Das gibt kein gemütliches Phänomen, ja, finde ich. Jo, das war's zu dem Konzept und jetzt sprechen wir von der Realisierung. Und dazu vorweg, es war der Horror. Es war der absolute Horror. Es gibt eigentlich nichts in diesem Hausbau, was ich wirklich bislang nicht gemocht habe, außer das. Das war wirklich schlimm. Also das habe ich nicht 8 Stunden am Stück ausgehalten. Und es liegt auch daran, dass ich einen total dummen Weg mir ausgedacht habe. Und wisst ihr, wann ich es gecheckt habe? Ganz am Ende. Und zwar habe ich, ja gut, also meinen dummen Weg, den werde ich euch jetzt nur ganz kurz mündlich erklären. Mein Großteil meiner Videos, die ich gemacht habe, erklärt diesen Weg. Aber die werde ich euch nicht zeigen, weil es ist einfach nur, ist nur Quatsch, was ich da gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel so einen Kreis. Also erstmal muss man sagen, ist es so, dass ich mir jetzt Hilfen eingebaut habe. Ne? Das sind diese Hilfen. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel für die Strahler, Moment, wir nehmen jetzt hier mal ganz kurz diese Strahler-Serie, gehen auf die Hilfen und ihr seht jetzt, dass diese Strahler hier alle auf einem Kreis angeordnet sind, bis zu diesem Punkt. Dann geht es halt ab. So, und jetzt habe ich von diesem Kreis eine Position von der Außenwand hier von 2,25 m und von der tragenden Kalksandsteinwand von 5,14 m und er hat einen Durchmesser von 1,64 m und die Abstände zwischen zwei Strahlern sind 65 cm. So, und so konnte ich dann also sagen, gut, ich suche mir jetzt den Mittelpunkt von dem Kreis
Und dann habe ich mir eine Schnur dort befestigt und dann bin ich oben an der Decke mit dieser Schnur entlang gegangen und habe dann diese Punkte ausfindig gemacht. Und zwar immer mit zwei Elementen. Einmal den Abstand zum Radius und dann zum Zentrum des Kreises und den Abstand zum letzten Strahler. Ja. Wären da nicht Holzschalungsträger und Stützen im Weg, wäre das auch kein Problem gewesen. Aber die sind da im Weg. Das heißt, du befindest dich ständig 20 cm unterhalb der Decke, hast manchmal Löcher auf der anderen Seite des Dokas und musst dann einen Bindfaden mit Gewicht befestigen, damit du weißt per Senklot, wo er ist, um dann die Entfernung von dort auszunehmen und die Entfernung vom Zentrum des Kreises und das dann finden und dann wieder senkrecht, also lotgerecht nach oben führen. Und ich habe das alles da oben auf der Leiter gemacht. Also jetzt im Nachhinein sage ich mir, ich war echt eine Schugge, dass ich nicht drauf gekommen bin, dass es sehr viel einfacher geht. Und zwar ist es, dass man das Ganze am Boden macht. Also du zeichnest am Boden das Zentrum deines Kreises ein, markierst den Kreis und dann notierst du deine ganzen Schnittpunkte, wo eben Leuchten sind, geplant sind, und dann nimmst du einfach einen Senklot und findest durch hin und her Bewegen des Senklots deinen Punkt, den du unten aufgezeichnet hast, senkrecht drüber an der Decke. Daran habe ich nicht gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir einen total geilen Baulaser zugelegt habe. Dazu gibt es ein Video. Kann ich euch vielleicht mal jetzt hier gleich einen Link mit reinpacken. Und dieses geile Teil hat ein Senklot integriert. Und damit habe ich den letzten Kreis gemacht. Leute, was mich vorher 3 Stunden gekostet hat, waren knappe 20 Minuten, da war das Ding gegessen. Das war am letzten von, weiß nicht, 20 Kreisen. Ich bin irre geworden mit diesem Ding. Ich habe es verflucht, aber es soll halt so werden. So, das ist also der eine Punkt. Du musst also jetzt dich mit Dokas und Stützen und so weiter zurechtfinden und musst überall diese Positionen der zukünftigen Strahler finden. Warum kannst du das nicht früher machen? Weil vorher ist keine Decke da. Und wenn die Decke da ist, ja, dann wird sie halt abgestützt. Weil du kannst es nicht machen, nachdem du betoniert hast und die Dokas und die Stützen raus sind, weil dann kannst du keine Strippen mehr ziehen. Also bist trapped. Du musst das an dem schwierigsten Moment umsetzen. Aber es geht dann mit dem Prinzip, was ich euch jetzt erklärt habe, also sprich Senklot oder idealerweise mit einem Baulaser, der ein Senklot integriert hat, geht es dann ruckizucki eigentlich. Also ruckizucki. Es geht. Dann gibt es einen zweiten Part in der ganzen Geschichte. Ne? Du hast es ausgemessen, da ist jetzt aber kein Loch. Da ist Stahlbeton über dir. Okay, nur 5 cm, ja? Okay. Dann bohrst du jetzt mit einem 14 mm Bohrer ein Loch und ein zweites. Weil die Strippen gehen ja von Strahler zu Strahler. Du kannst ja nicht von jedem Strahler eine Leitung zu deinem Stromkasten bauen bei 200 Strahlern und mehr. Ne? Das da siehst du sofort, das geht schief. Und deswegen hast du immer 2 Löcher. Und ich hatte somit, ich glaube, ich habe ausgerechnet 450 Löcher bohren müssen im Erdgeschoss. Dann kommt das Stachelgeschoss. Und also es war so über Kopf in Beton bohren, ja, schöner Bosch, blauer Schlaghammer, ist cool, aber beim 450. Loch, da merkst du es dann auch, das stößt halt immer wieder auf Eisen, dann musste ich da durchmogeln und so weiter. Wenn du das erstmal fertig hast und dann gibt es noch andere Zwischendinge, die du erledigen musst, die aber nichts mehr mit der Beleuchtung zu tun haben, dann kannst du dann deine Stromkabel von oben verlegen. Das geht dann wiederum ruckzuck und schnell. Und ja, wenn dann erstmal der Beton gegossen ist, dann liegen deine Kabel fertig. Du brauchst da jetzt also nichts mehr später ziehen. Vorbereitung ziemlich aufwendig. Verlegung der Strippen dann sehr einfach, klar, aber das ist dann jetzt nicht der Gewinn bei der Geschichte. Der Gewinn ist hier einfach, dass ich meine Kühldecke habe und trotzdem ein schönes, komplexes Strahlerphänomen
Nachteil ist natürlich, es ist absolut definitiv, du kannst da nichts mehr verändern. Jetzt könnte man natürlich mit Leerrohren arbeiten, das habe ich nicht gemacht. Ich habe direkt Erdkabel in den Beton verlegt. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil die Positionen sind sowieso fest. Und sollte es mal so kommen, dass ich eine Leitung anbohre, was mir ehrlich gesagt im Leben noch nicht passiert ist, aber angenommen, das passiert mal, mein Gott, ja, dann muss ich zu diesem einen Strahler ritzen in den Beton und eine Leitung verlegen. Das passiert dann vielleicht mal in 15 Jahren. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber das könnte natürlich passieren. Und dann kann ich eben nicht einfach auswechseln. Aber wenn ich das jetzt noch alles hätte mit Leerrohren machen müssen, dann hätte ich einen größeren Durchmesser bohren müssen. Und nicht ein bisschen größer, sondern sehr viel größer. Das ist viel mehr Schweinerei. Du triffst viel mehr auf Eisen. Du kannst dich nicht mehr so leicht daneben mogeln. Rate ich wärmstens von ab. Aber gut, das ist meine Strategie. Ja, und jetzt habe ich so viel erzählt, dass ich glaube... Also die, die jetzt immer noch hier vor mir vorm Kasten sitzen, die haben jetzt Bock mal Reality zu sehen und dafür gibt es jetzt Film ab zur Realisierung unserer Deckenbeleuchtung. Viel Spaß beim Zuschauen. Stopp! Nochmal ganz kurz. Ich habe schon ein Video gemacht, in dem ich das Thema Vermessen der Strahlerpositionen gut erkläre. Und zwar ist das in der Vorstellung eines Top-Baulasers, den ich entdeckt habe und gegen Ende werden eben diese Vermessungsmöglichkeiten, die mit diesem Baulaser auch irgendwo zusammenhängen, vorgestellt. Also hier kurz der Link zum Thema Vermessen der Positionen. Das erkläre ich jetzt nicht mehr hier im Anschluss. Das ist schon mal erklärt worden, würde es hier unnötig aufblähen. Aber jetzt, ab geht's! Okay Leute, also wir zeigen euch jetzt mal, wie diese Deckenstrahler an der Decke aussehen werden. Zunächst zeige ich euch mal die schönsten Beine der Welt. Oh, jetzt gucken wir die Lampe an. Okay. Boom. So. Und davon gibt es dann halt ganz, 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 ganz viele. Hier ist zum Beispiel so ein Kreis. Ja, da seht ihr. So. So sehen diese Strahler dann aus. Von der anderen Seite gesehen. Spaß, lächeln mal dazu. So, und jetzt bringen wir mal Licht ins Dunkel, wie das hier abgehen soll mit der Beleuchtung. Diese kleinen Lämpchen, die sollen überall, wo die schwarzen Nupsis rausgucken, direkt an die Decke. Also natürlich mit so einem ganzen Technikgewusel dazwischen, wie sich das so gehört, damit es auch wirklich Licht bringt. Die kann man dann so einstellen, dass man den Strahl in verschiedene Richtungen machen kann, wie man das möchte. Normalerweise machen Menschen ihre wunderschöne Deckenhöhe immer ein bisschen kleiner, hängen das ab, damit man da so eine Technikebene hat und dann kann man alles noch 10.000 Mal wieder überlegen. In dem Fall kommt es halt einfach direkt daran, damit diese Betonkernaktivierung, wenn ich weiß, was das ist, der darf sich das Video dazu nochmal angucken, damit das natürlich funktioniert und einfach weil höhere Decken einfach geiler sind, deswegen nicht mehr kaputt machen. Und das bedeutet halt einfach ein bisschen mehr Bohren für Fabian, aber das macht er ja gern. Und beim 12. Kreis hat er auch rausgekriegt, wie man das einfacher machen kann. Und hier sind jetzt diese ganzen Kreise. Und ja, da kommen die Schätzchen überall hin, sonst hätten wir uns ja noch eine zweite Lampe aussuchen müssen. Das ist ja viel zu aufwendig. Naja, also wir haben schon nochmal ein paar Specials, zum Beispiel hier in der Mitte kommt eine Prunklampe hin. Oder das ist das Wohnzimmer. Und dann wenn die Latte, ob das mit der Kühlung funktioniert. Oder auch da hinten über den Kreis in der Mitte könnte auch nochmal irgendwas Prunkvolles runterhängen. Und auch über dem Esszimmertisch, da ist auch die Möglichkeit, das nochmal. Also du darfst schon noch ein bisschen was aussuchen, ne? Und dann haben wir hier auch über der Kücheninsel, da hat auch noch was ausgesucht. Magst du auch mal vorstellen? Das sind mehr so Abluft. Das ist Abluft, richtig. Und magst du mal vorstellen, wie die Beleuchtung beim Eingang, wie das aussieht? So, da vorne ist die Eingangstür und für den richtigen Durchblick sind hier extra solche Positionslämpchen, die auf dem Flughafen
die dann hier oben ins Wohnzimmer, vielleicht zur Couch oder zur Küche oder von da zur Toilette oder von da direkt ins Bett. Also der Betrunkene muss sich quasi nur entscheiden, wohin. Und er wird von dem Licht geleitet. Oh Gott, erleuchtet, wie auch immer. Zusätzlich haben wir aber dann auch noch ein paar Eckleuchter hier zum Beispiel, da und dort, die quasi indirekt, hier ist eine Wand und indirekt auf diese Wand dann wahrscheinlich ein bisschen farbliches Licht reinbringen, ne Spätzle? Oder bisschen schöne Farbe. Bunte Bilder, die dann angeleuchtet werden. Mal gucken. So ist es. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Damit habt ihr erste Eindrücke zu diesem Lichtthema. Keine Sorge, das ist jetzt nur das erste Video zum Thema Deckenbeleuchtung. Wir werden natürlich noch weitere bringen über die Realisierung. Es ist spezifisch für diesen Fall, weil wir nicht abhängen und weil wir direkt in den Beton legen aufgrund der Betonkernaktivierung. Aber wer energetisch denkt und wer sein Haus klimatisieren will, der könnte ernsthaft hieraus vielleicht eine Idee ziehen. Okay, dann auf bald und ja, dann lieber hat ihr kleines Debüt jetzt auf diesem Kanal und wird, ja, Design ist nicht meins, sondern ihrs. Und wenn es darum geht, Stück für Stück mehr das Thema Design anzusprechen, dann kommt jeder dran. Und vielleicht sollten wir mal ein Video machen über das Konzept der Fassaden, das du gemacht hast. Wäre vielleicht langsam an der... Mit dem Spielraum sowas Tolles machen. Ja, wir haben nicht viel Spielraum hier aufgrund des Bebauungsplans, aufgrund meiner energetischen Ansprüche, aufgrund der finanziellen Begrenzung. Aber sie hat wirklich das Beste draus gemacht. Für alle, die immer diesen Vorgarten so doof finden, weil man da nicht richtig was so sehen kann, wenn man aus dem Fenster guckt, das wird noch anders. Ja, das wird anders. Der Haufen kommt weg. Wir wissen noch nicht in welchem Jahr, aber es wird anders. Das ist Oberboden. Ja, also wir sollten mal ein Video über die Fassade machen, die du entwickelt hast. Vielleicht am Ende des Wenn sie weniger Beulen hätte, könnten wir sie auch anders beleuchten. Ciao.